Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4. Heute in der aktuellen Festival-Spieleliste haben wir den Herbst, nämlich wenn man 50% abschließt, haben wir den 2018er Lamborghini Huracan Performante freigeschaltet. Ein sehr schönes Auto, muss ich sagen. Ja, lässt sich sehr gut fahren. Und wie der sich fahren lässt, habe ich mal ganz kurz auf der Rennstrecke getestet. Einmal jetzt ohne Kommentar für euch. Viel Spaß und genießt es. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir an dem Auto so umbauen können oder nicht. Das wollen wir jetzt mal nachgucken. So, hier Fuhrpark, Upgrades, Tuning. So, individuelles Upgrade würde ich sagen. Hier kann man einiges machen, wie man sehen kann. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Den Motor könnten wir wechseln. Ja, 6,5 Liter V12. Oder ein Racing V12. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir wollen standardmäßig fahren. Da könnten wir, wenn wir Amerikaner wären, auf Heckantrieb wechseln. Machen wir natürlich auch nicht. Ein Twin Turbo. Ja, gucken wir mal. Und Zentrifugallader. Ja, gucken wir auch mal. Vielleicht gucken wir, ob wir den Twin Turbo vielleicht zum Schluss noch einbauen. Gucken wir einfach mal. Dann können wir noch diese komischen Spoiler hier dran machen, die ganz toll aussehen. Nicht, wie man hier sehen kann. Ich frage mich auch, wer sowas geil findet. Ja, der sieht ja schön aus, ne? Aber das Ding hier, das... Ne, pottenhässlich. Es tut mir leid. Ist halt nur meine Meinung. So, aber Reifen. Haben wir schon Rennreifen, dann brauchen wir die auch nicht. So, breit machen wir die natürlich. Ja, Grip Handling, weißt du Bescheid. Bremsen natürlich auch noch. So, Felgen ist Geschmackssache, deswegen lasse ich die Standard-Felgengröße auch. Aber Spurweite bringt natürlich besseres Handling. Das machen wir natürlich mal rein. So. Dann haben wir hier noch, damit man auch ordentlich um Kurven kommt und besser schalten kann, bauen wir hier natürlich alles ein. So. Federn natürlich auch, Rennfedern, versteht sich. Die sind hier. Stabilisator natürlich auch. Wenn wir das Fahrzeug, wie gesagt, einstellen können, Gewicht reduzieren, gucken wir zum Schluss mal uns an. Und dann gucken wir hier auch mal rein. Ich baue mal das standardmäßige Zeug rein. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ich habe gerade eine interessante Idee. Wir könnten das mal ausprobieren. Wir bauen alles ein. Ja. Yeah. Aber wir lassen dann den Twin Turbo raus, weil wir dann immer noch einen schönen Anzug haben, weil wir dann nicht erst immer auf den Turbo warten müssen. Sozusagen. So. Jetzt gucken wir nochmal in die Gewichtsreduzierung rein. So. 49, 948, 962. Ganz ehrlich, 235 Kilo. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich die hier aus dem Wagen rauskriege, ja?
110 wird schwierig, aber 32 könnte ich mir vorstellen, dass man die da locker rauskriegt, ja. Und 940 ist auch eine schönere Zahl als jetzt hier zum Beispiel 48 oder 62. Deswegen machen wir mal S249. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Twin Turbo mal weg. Und dann stellen wir das jetzt noch ein bisschen so manuell hinterher noch ein, dass er noch ein bisschen schöner fährt. So, hier zum Beispiel. Hier würde ich prinzipiell erstmal ein bisschen weniger machen. So, das gucken wir zum Schluss. Hier können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch einen halben weniger machen tatsächlich. Das machen wir mal so. Das lassen wir auch mal. Federn gucken wir gleich auch mal. Bremse gucken wir jetzt auch mal. Aber erstmal will ich hier hinten gerne ein bisschen weniger blockieren. Das machen wir ungefähr auf das hier erstmal zum Testen. So, Bremsen. Wir machen das jetzt mit Telemetrie links. Also mal gucken, ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung gehen. 75,6, 75,9, ich glaube, das kann man so lassen, oder? 75,1. 75,0. Wir machen nochmal dahin. 75. 75,8, ja, das wird interessant. Ja, 75,1, 75,1, 75,2, 75,1. War das nicht hier auch bei 75,1? So machen wir das. Wir stellen das erstmal so ein. Aerodynamik können wir nicht. Dämpfung. Machen wir noch ein kleines bisschen härter. Witzig. Entschuldigung. Gott. Es tut mir leid. So, das müssen wir gleich auf der Straße erstmal testen. Das lassen wir mal so. Vorderer Nachlauf, weiß ich nicht. Machen wir noch einen halben weniger oder einen mehr? Wir lassen das erstmal so. Wir stellen das mal so ein und dann würde ich vielleicht nochmal kurz hier bei der Achsübersetzung gucken. Ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit rausholen kann oder nicht. Ich schätze mal, das geht. Moment. Ah, da wird es schon wieder zu wenig. Wir waren gerade, glaube ich, bei 358 glatt. Aber ich glaube, viel näher dran kommen wir da auch gar nicht. Hä? War's doch gerade eben. Willst du mich jetzt verarschen hier, oder was? Hä? Ich verstehe es nicht. Moment. Spiel. Dann merkt man wieder, wie gut dieses Spiel entwickelt wurde. Gerade eben war der 358 glatt, ja. Jetzt kommt es nie wieder. Weißt du, ich hätte es da eben lassen sollen. Ach Gott. Das macht mich fertig. Moment. 357,7, 358,1. So, da haben wir es wieder. Moment. Hier müssen wir hin. So. Moment. Jetzt stehen wir wieder 357,8. Ach, leck mich doch am Arsch. So, weiter geht's. Wir testen das jetzt auf der Straße. Ich hoffe gerade, dass es nicht Nacht ist. Natürlich nicht. Das finde ich sehr löblich. So, aber wir haben bewölktes Wetter. Das finde ich wiederum nicht so toll. Aber ist jetzt auch egal. So. Ja. Hört sich schon nicht schlecht auf den ersten Eindruck, finde ich. So. Okay. Dann gucken wir mal. Auf geht es. Reibung brauchen wir nicht. Aufhängung wäre mal was ganz Tolles. Nicht, dass es zu weich ist. Dann schlagen uns die Federn nämlich immer durch. Und dann können wir das Fahrzeug direkt geradeaus fahren. Da brauchen wir gar nicht erst lenken. Dann kommen wir das gleiche raus eigentlich. Aber ich würde das tatsächlich hier noch ein bisschen weicher machen. Ja, wie man sehen kann. Und wie es schreibt mir einer in den Kommentaren, der hört sich so ähnlich an wie der Huracan, der normale. Das wäre dann schon ein bisschen hart dumm. So, ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, aber ich hatte mal Bock drauf. Dass man die KI immer noch nicht ausschalten kann, das nervt ab. So, Moment, wir machen das mal ein bisschen weicher. Autos, Auto tunen. Wir tunen das Auto mal ganz kurz. Keine Ahnung, ich mache mal so viel weniger. Mache ich meinen Federn jetzt auch mal, sonst ergibt es nämlich keinen Sinn. So.
Schön weich, weil wir wollen ja auf der Rennstrecke fahren. Hm. Was war an den Subs gerade falsch? Man weiß es nicht. So. Viel Spaß beim Rausfinden nebenbei. So, und ich hoffe, ich muss jetzt gerade nicht niesen. Sonst hört ihr das gleich hoffentlich nicht. So. Ja, federt schon ein bisschen mehr ein. Gucken. Ja, kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Oh, Hilfe. Dieser Sprung regt mich immer auf. Er bringt nämlich gar nichts, aber er ist da. Ich würde sagen, das kann man noch gleicher machen. Moment. Das machen wir einmal ganz flott. Zack. Hier machen wir jetzt mal ein bisschen mehr. So. Erstmal komplett weich einstellen. Das finde ich eine ganz tolle Idee. So. Und dann machen wir hier auch nochmal weniger. So. Zack. Nicht so viel wie bei Stabilisatoren. Fehler sind wir ja gerade. So. Na, ein bisschen mehr wieder. So. Ich probiere gerne rum, ja? Deswegen bitte nicht wundern. Manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht und dann stellt man es eben wieder zurück. Ja, deswegen nicht gleich unten rummeckern. Video erst ganz angucken und gucken, wie es wird. So, da war eine Bodenwelle. Ich würde sagen, hinten noch ein bisschen mehr. Also ein bisschen weniger jetzt, von der Einstellung her. Vorne würde ich sagen, passt er erstmal, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Moment. Junge, komm rum. Und da liegt's an dem Radsturm. Liegt es etwa daran? Wir testen mal. Kann man da noch weniger machen? Wenn ja, dann sofort. Moment, das war scheiße angefahren. Ich würde sagen, wir können mal so 0,3 Radschutz tatsächlich weniger machen. Ich bin gespannt. Gucken, was das so macht. So. Zack. Ja, wir müssen beim Diff vielleicht nochmal gucken, dass es ein bisschen weniger blockiert oder so. Mal schauen. Ja, der Radschutz passt jetzt auf jeden Fall, deswegen können wir jetzt mal zurück zur Federung oder Aufhängung besser gesagt. So. Ja. Das ist gerade nicht so optimal hier. So. Ja. Na, ich würde sagen, wir können das ja erstmal so lassen. Zur Not können wir nachher beim Rennen fahren noch ein bisschen was umstellen. Aber ich würde das hinten noch ein bisschen weicher machen. Hinten tatsächlich. Oh, das war einmal zu weit. So, wir machen das hinten nochmal weicher, weil wir es können. Moment. Machen wir so. Ja, ein bisschen vielleicht. So, hier hin, würde ich sagen. So. Da können wir vielleicht noch ein ganz kleines Stück mehr dehnen. So. Und dann würde ich sagen, wir lassen das mal so. Das machen wir mal weg. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal was zu fahren aus. Nämlich hier. So. Rundstrecke ist ein bisschen langweilig. Dreimal das gleiche. Guck mal hier, da fahren wir mal hin. So. So. Okay. Ah, da fahren wir dieses kleine Stück durch den Wald, ja. Na, wir haben ja Allrad, ist auch egal. Die paar Meter verkraften wir jetzt auch noch. Oh. Sagte er und fuhr direkt in die Walachei. So.
Junge, der fährt hier auf dem Schotter besser als auf der Straße. Naja, gut. So. Nein, natürlich nicht. Wäre schlimm, wenn es so wäre. Dann müsste ich nämlich sagen, Schande über Lamborghini, aber zum Glück nicht. So. Das Gute ist, dass weil die Straße nass ist, wird das Auto jetzt auch wieder, naja, nicht sauber. So. Und Bremstest. Naja. Hab schon Besseres gesehen. So, Track Toys ist das, oder? Was haben wir noch? Italien, Lamborghini, Ferrari, 2010er Kollektion. Wäre natürlich auch was Schönes, ne? Ah, wir machen mal das hier. Offen. Opfen. So, Jahreszeit aktuell finde ich gut. Machen wir Abend, heiter, fest. So. Ja, lieber nochmal die Autobeschränkung überprüfen, wenn die Fahrzeugklasse komplett offen ist. Das ist ganz wichtig. Na dann mal los. Bin gespannt. Ja, verhältnismäßig guter Start. Dafür, dass ich fahre, schon nicht schlecht. So. Ich habe keine Ahnung, wo der Bremspunkt ist. Aber der war anscheinend nicht so schlecht. So. Ah, ich muss das Tuning noch freigeben. Ich bin so schlau. Also muss ich nicht, aber mache ich gerne. So. Aber wir wollen das jetzt erstmal gewinnen, weil im Rennen kann ich sowieso nicht freigeben, glaube ich. Da fahren wir vorbei. Durchs Wasserloch. Ja. Wieder zu spät gebremst. Da kann das Auto natürlich nichts für. Es kann nur fehlerverzeihender werden, wenn es sehr gut eingestellt ist und man dann Kacke fährt. So. Vielleicht hätte ich doch Sonnenuntergang geben sollen, nicht Abend. Dann wäre es nämlich ein kleines bisschen heller gewesen. So, Moment. Ich finde es übrigens toll, wie vom Festival die Mauer hier fürs Rennen hingemacht ist. Und eben auf der Rennstrecke, wie man vielleicht gesehen hat, dann noch ein Zaun stand. Dass er exakt danach genauso wieder aufgebaut wird. Das ist auch recht interessant, ehrlich gesagt. Fun Facts, die keine Sorge auch. Das und sehr viel Transparenz repräsentiert den Kanal hier, was? So. Transparenz, bis der Arzt kommt. Das ist dieser Kanal hier. Ja. Schalten muss ich auch nochmal neu lernen, glaube ich, ne? Das war nicht so korrekt gerade eben. So, der Baum am Streckenrand, das ist auch die Hölle, wenn man da was falsch macht. Bleibst du ja immer fett hängen. Und wenn man fett ist, bleibt man auch hängen. Ja, ist richtig, dankeschön. Hört alle auf, über mich zu reden. So. Gucken, ob wir die Vollgas nehmen können hier. Nee. Das habe ich schon, aus Feigheit habe ich schon gebremst, ja. Ja, ist nicht so toll. Da können wir jetzt vielleicht mal hier Höchstgeschwindigkeit testen. Oh, da habe ich gerade woanders hingeguckt. Oh mein Gott. Das Ding rettet mich, sehr gut. Da habe ich gerade auch was Falsches gehabt. Es tut mir leid. Aber wir haben es als erster Platz abgeschlossen, ja, das ist wichtig. Und nur das zählt. So, jetzt muss ich mal kurz das Tuning freigeben. Zum Glück fällt es mir noch ein. Wheelspin, ja, recht interessant. Warum? Weil wir eine scheiß Jacke gewinnen, die eh sowieso kein Mensch anzieht. So. Tuning war hier, ne? Ja. So, speichern. Name. Ja. Gute Frage eigentlich.
Wir sind sehr kreativ. Wir haben ja S2 und dann haben wir 49, ne? So. Das ist sehr schön. Rundstrecke Allrounder finde ich ganz gut. Durchschnittlich. Gutes Handling. So. Ja. Würden wir machen. Zack. Freigegeben. Viel Spaß beim Runterladen. Und dann würde ich euch mal ganz, ganz kurz zeigen hier. In der aktuellen Liste haben wir nämlich auch noch hier da bei 80% den Kenblock Renneranzug. Den habe ich mir direkt mal angezogen. Weil ich glaube, im klassischen weißen James Bond Jacket will auch nicht jeder rumlaufen hier in dem Spiel. Das passt dann schon eher dazu. So, und dann gucken wir mal weiter. Was machen wir als nächstes hier für ein Rennen? Das fahre ich gefühlt jede Folge, habe ich das Gefühl. Deswegen würde ich mal gucken, ob wir hier oben weiter was haben. Das hier zum Beispiel, ja. Das kann man mal machen. Machen wir es nämlich auch direkt. So, Solo. Wir können mal das Vorgefertigte fahren. Da haben wir auch mal eine andere Klasse jetzt, von wegen Track Toys und nicht Italien Autos. Zum Glück habe ich nicht Itaco Autos gesagt, sonst hätte ich jetzt eine Meldung bekommen. Naja. Weiß ich Bescheid. Ach, Moment. Los geht es. Ja. Junge. Immer diese Leute, die kein Auto fahren können. Mit denen fahre ich immer. Und warum? Weil ich auch kein Auto fahren kann. Richtig. So. Ja, fett im Regen hier. Da kann man natürlich die maximale Power ausnutzen, weil man immer schön wegrutscht. Vor allem in den Kurven beim Reinbremsen. Das finde ich immer toll. Haha. Überholt. Haha. So. Heute ist mein Tag, ich merke das schon. So. Aber zum Glück haben wir ja alle Rad und keinen Heckantrieb. Deswegen fährt er sich selbst hier im Regen sehr schön. So, jetzt kommt eine schnelle Kurve. Das klappt. Oh, Junge. Das wäre fast schief gegangen. Und jetzt das gleiche nochmal. Nur nicht so eng. Das hat auch funktioniert. Hilfe. So, jetzt kommt eine schöne Kurvenkombination. Ja. Und wenn man zu spät bremst, dann verkackt man die auch. Plus Mauer. Bitte nicht wundern, dass ich die Driver-Touch-Schwierigkeit immer noch so tief lasse. Dann nerven mich die Fahrer nicht so ab, weil ich werde die Autos nur ein bisschen fahren und testen. Das klappt im Rennen ganz schön eigentlich. Hilfe. Sonst fahren die nämlich so wie ich und dann nerven wir uns gegenseitig und dann muss ich das immer rauspiepen. So, das wollen wir ja nicht. Okay. So. Also das Auto ist dezent geil, ja? So viel muss man mal sagen. Muss man echt mal sagen. So, was? Komm, eins fahren wir noch. Das ist auf jeden Fall noch just in time dann. So, was haben wir denn hier noch? Das Rundstrecke ist langweilig. Das hier geht über die Autobahn. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Das ist die Rundstrecke. Das, naja. Na komm, wir fahren das hier oben. Wir fahren das hier oben, da können wir auch mal schnell hinfahren. So weit ist es ja nicht. Auf jeden Fall zieht er sehr gut durch bis in den höchsten Gang. Also wir sind jetzt noch nicht im höchsten, aber... Ich frage mich gerade selber, warum ich hier alles so angucke auf einmal. Moment mal. Moment mal. Spiegel. Warum soll ich jetzt da vorne lang und dann rechts? Warum kann ich nicht einfach nach hier... Ach, weil es eine Einbahnstraße ist, mit Sicherheit wegen der Navigation. Das wäre natürlich ein Grund, aber sonst sehe ich da eigentlich keinen Grund, dass man hier lang fährt, weil es viel zu kürzer ist. Naja, gut.
So, Greendale Supersprint. Oh, ein Supersprint. Der muss ja richtig toll sein. Müssen wir natürlich noch wissen, ob wir hier super tanken. Weiß ich tatsächlich nicht. Jetzt hier ein Euro 1 Fahrzeug. Ach nee, Mist. Falsch. Euro 6. Ja. Würde ich mal schätzen, ohne es nachzugucken. Zack. Zieht ja auf einmal rechts rüber. Das geht aber gar nicht. So, die Kurve von innen anfahren, ja, das habe ich gehört, bringt am meisten. Laut dem physikalischen Gesetz. Nein, zu schnell. Ohohoho. Schneller hätte es nicht sein dürfen, sonst hätte es mich in die Wand gesetzt. So. Zack, die braucht keiner. Deswegen fahren wir sehr um. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier gerade geachtet habe. Auf jeden Fall aufs Falsche. So, ab auf Autobahn. Weil es da so schön ist. Vielleicht sollte ich vorher nochmal einen runterschalten. Na, wir hängen die, kann man unten links auf der Karte sehen, hängen wir schön ab. Ja, das finde ich ganz toll. Und nochmal ein höher schalten. Hier geht es wieder rechts rüber und dann wieder links. Keiner weiß warum. Ja, aber wenn es das Auto hier aushebelt, dann verkackt man es auch gerne mal. Oh, Hilfe. Und wieder zurück. Wieso zurück? Weiß ich selber nicht. So. Tschüss. Schild braucht keiner. So, dann sind wir durch. Siehst du mal. Zack. Sehr, sehr schön. Ja, recht entspannte Folge, würde ich mal sagen. Und da würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Wir sind durch für heute. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen hoch mit Abo und Glocke da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut.